Machen wir das Kepler auf, ne? Oh, ey. So. Da dürfte gar nicht allzu viel rausgehen. Na, doch. Ein bisschen was schon, ne? 30% hat er. So, der Rest ins Silo. Dann machen wir die Karre mal sauber. Die ist ja total verdreckt. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 22 hier bei uns im Niemandsland. Whisky hat wie gewohnt seine Kreislaufprobleme. Wir haben Heu da rumstehen. Und jetzt müssen wir erstmal aufräumen, damit wir auch Gras haben wir da rumstehen, damit wir aus dem Gras auch Heu machen können. Ja, unsere Umschlagfläche. Da, ach, da brauchen wir einen Trecker für. Wo haben wir den denn? Da vorne steht da rum. Ja, da hatte ich ja den Motor angelassen gestern. Genau. So. Also wollen wir aufräumen. Los, fahr! Na? Ach, das geht jetzt ratzfatz. Wo stelle ich die Karre denn mal hin? Eigentlich müsste ich die mal wieder ordentlich einparken, ne? Ja, da ist ja noch Platz. Ach ja, und dann geht's wohl bald in den zweiten Märztag. Nochmal überlegen, ist noch irgendwas, was ich auf jeden Fall Anfang März erledigt haben will? Ich wüsste sonst nichts, ne? Da könnte man ja eigentlich schon Feierabend machen, oder? Mhm. Dann können wir mal gucken, ob denn sich die Kartoffeln schon blicken lassen. Jetzt ist März, es ist nicht mehr so der tiefe Winter. Da kann das sein, dass das mal langsam wieder ans Wachsen kommt. So. Ich habe auch mein Gewicht da vorne gar nicht dran. Brauche ich das? Na, jetzt im Moment erstmal nicht. Dann ziehen wir auch noch die weg. Ich mache jetzt erstmal Feierabend. Ja, ich glaube, das ist am besten. So. Damit wir mal langsam weiterkommen. Endlich ist das erste Märzdrittel soweit erledigt. Aber hier. Milch 13,9. Ja, wenn man natürlich mit dieser unheimlichen Wahnsinnsgeschwindigkeit, die kann ich auch mal ein bisschen ordentlich machen hier. Gehen wir jetzt mal auf 3. So. DEFCON 3. So, Feierabend. Hoffentlich bleibt das Wetter so. Auf geht's. So. Yay, ein bisschen Geld verdient haben wir auch. Müsste mal nach Bakersfield auch noch so ein Windrad hinstellen. Am besten 2. So. Guten Morgen, Mitte März. So wie ich das sehe von hier, haben sich die Kartoffeln noch nicht blicken lassen. Naja. Egal, jetzt räumen wir erstmal auf hier und machen unser Heu fertig. Die sind beide angeklippt. Gut. Wo parke ich die denn hin? Ja, da reinfahren kann ich die nicht. Die kriege ich dann nie wieder raus. Die kriege ich erst gar nicht da rein. Die stelle ich, ja. Genau. Keine Ahnung. Irgendwo parke ich die jetzt hin. Hier kommt ja immer der Eumel hin. Wo ist ein guter Platz dafür? Ich habe keine Ahnung. Machen wir ein bisschen hier Spazierfahrt. Doch, jetzt weiß ich, wo ich die hinparke so lange. Hier.
Guck mal. Das ist doch prima so, oder? So. Fettig. Jetzt wäre das ganz gut, wenn ich das Gegengewicht wieder dran hätte. Wo habe ich das hingestellt? Da vorne, den holen wir eben. Kommen wir da... Ach, von der anderen Seite habe ich das gemacht. Ne, von hier aus komme ich da nicht dran, ne? Ach Mann, ey. Durch, ne? Aber sicher. Ist das ein Gegurke hier? Wir schon bald wieder tanken. Wir haben schon über 100 Betriebsstunden auf den Trecker. Ist ja irre, ne? So. Jetzt müssen wir den noch wegfahren, dann können wir ganz in Ruhe unser Heu machen. Geschäftig, geschäftig hier. Ohne irgendwas Sinnvolles zu machen. Nur um aufzuräumen und Platz zu machen. Da kommen schon wieder die nächsten Erdbeeren. Ja, einmal übernachtet und schon läuft es wieder. So, jetzt kippen wir das erstmal alle aus. Möglichst mittig auf den Platz hier. Na. Ich würde mal sagen, ab hier. Steuerung I, da brauche ich beide Hände für. Ja. Ganz schöne Menge, was da reingeht, ne? So. Dann stellen wir jetzt die Sammelkiste erstmal ein Stück weg. Das wird ja so ein bisschen breiter gestreut, das ist ja klar. Wenn wir da jetzt da trocknen, wir haben ja so eine schöne Trocknungsmaschine. Ah, den drehe ich um, komm, dann kann ich da besser ran nachher. So. Wo haben wir das Ding denn stehen? Ich glaube hier drin, ne? Ne, da ist der Flug. Da ist er doch, der Wendler. Ja, in der Realität habe ich sowas auch schon gesehen. Früher mal. Da wird natürlich das Gras so ein bisschen hochgeschmissen, sodass sich das auf alle Seiten mal ganz locker hinlegt und besser in der Sonne trocknen kann. Die Parallaxe und der Wendekreis haben mich jetzt daneben geschoben. Mal von vorne gucken, kann ich das besser sehen. So. Aber hier im Spiel ist das ja ein bisschen anders. Mit dem einmaligen Hochschleudern und Wenden trocknet das. Wir haben hier so südlich, also schon fast Spanien. Und wenn dann hier gerade nicht Winter ist, ja, dann ist das hier so eine intensive Sonneneinstrahlung, wenn man das feuchte Gras einmal hochwirft, einen halben Meter. Bis das den Boden wieder berührt, ist es schon zu Heu getrocknet. So, klapp auf, das Ding. Fahr runter. Schalt ein. Mach Heu. Nicht an beiden Seiten streifen lassen, nur an einer. Ja gut. Naja, fahren wir halt da nochmal rüber. Ich fahre jetzt aber nicht so, dass er das so weit nach breit schmeißt, dann brauche ich nachher länger, um das einzusammeln. Ich fahre jetzt quasi denselben Weg zurück und hoffe, dass ich diesmal das jetzt hier ganz gut mitgreifen kann. Ja. Na, je öfter ich da drüber fahre, desto breiter wird das gestreut. Und desto länger brauche ich ja, um das gleich einzusammeln.
So. Ja, so ist gut. Und das war's schon. Ist die einfachste Art und Weise, glaube ich, um Heu zu machen. Wenn das Geldmachen mal genauso gut und leicht funktionieren würde, ne? Aber nee, da werden einem dauernd die Knüppel zwischen die Beine geworfen. Zumindest habe ich manchmal so den Eindruck. Immer wenn ich gerade was habe, so Deck, jetzt läuft was, jetzt kannst du mal ein bisschen was verdienen. Dann ändert sich wieder irgendwas und dann ist das alles wieder hinfällig. Manchmal klappt das dann eine Weile, nur um mir zu zeigen, dass das eigentlich theoretisch klappen könnte. Aber ist ein anderes Thema. So. Immer wenn ich da diese Erntemaschine sehe, dann denke ich, Mann, ich muss noch den Kartoffelernter kaufen. Noch haben wir ein bisschen Zeit, der kostet ja mal eben 50.000 Taler. Noch haben wir ja ein bisschen Zeit dafür, aber auch nicht mehr ewig, ne? So. Dann wollen wir das auch mal anmachen und Heu sammeln. Noch was liegen lassen. Ist es denn drin? Der müsste jetzt wieder ganz genau auf 100% kommen. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das machen hier. Aber ich glaube, das war ganz gut, das mal wieder so ein bisschen nachzufüllen. Eigentlich müsste ich da nicht nur eine Ladung machen, sondern zwei oder drei. Könnte man ja mal so aus Spaß, ne? Erst drei Ladungen oder vier Gras hier hinwerfen. Ja, schön außen rumgefahren. Um dann alles auf einmal zu Heu zu machen. Mal gucken, wie groß der Berg wird, den wir dann hier hinsetzen. Deswegen wollte ich das nicht allzu breit machen, weil dann hätten wir nämlich noch mal länger gebraucht, um das wieder einzusammeln. Haben wir jetzt 72%, sagt er. Kriegen wir das jetzt mit einem Haps? Dann werden wir natürlich erstmal hier die Futterstelle für die Kühe auffüllen, der Rest ins Silo. War da eigentlich noch was drin im Silo oder war das ganz leer? Ich glaube, das war schon. Oder? Nee, ich glaube, ein kleiner Rest noch. Gucke ich gleich nach. So, haben wir alles? 99%. Ja, irgendwas ist weggeweht. Irgendwas ist weggeweht. Lass mal eben gucken. Na, ah, ich klicke daneben. So, jetzt. Da wollte ich gucken. Ich habe auf den anderen Bildschirm geklickt. Dann ist ja klar, dann macht er hier alles zu. Wo haben wir denn unser Heu? Ja, 26.000 Liter haben wir noch. Das ist nicht einmal so eine Füllung, ne? Ja. Ist nämlich blöd, wenn man feststellt, oh, die Kühe haben gar kein Futter mehr, mir fehlt Heu. Und wenn man dann erst anfangen muss, Gras zu mähen, und es ist gerade vielleicht Winter, oder es schneit wie doof, ja, haben wir das Käpple auf, ne? Oh, ey. So. Da dürfte gar nicht allzu viel rausgehen. Ja, doch, ein bisschen was schon, ne? 30% hat er. So, der Rest ins Silo. Dann machen wir die Karre mal sauber. Die ist ja total verdreckt. Ja, und dann hat sich das erstmal wieder erledigt. Ja. So, hau raus hier. So, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Heuvorrat. Das ist auch gut so.
Ich könnte ja mal gucken. Wir haben ja jetzt übernachtet. Da ist ja die Zeit jetzt ein bisschen schneller gelaufen. Oder ein bisschen weiter gegangen. Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Hat der denn schon fertig? Müsste eigentlich auch fertig sein jetzt, ne? Ne, läuft noch. Gras noch 13.000 drin. 30.000 Silage sind schon drin und 8.000 Liter Gärreste. Jo. Okay. Weiter im Text. So. Alles wieder richten. Die Kohle muss ja auch schließlich wieder rausgeballert werden. Ach, immer wieder das Gleiche, immer wieder die Routine. Aber so ist das. Warum soll das hier anders sein? 88, jupp. 30. Der braucht nix. Putzen. Ist auch kaum eine Folge, an der wir nicht irgendwie was zu putzen haben, ne? Ach, ja. Was hat schon meine Mutter früher immer gesagt? Schmutziges Geschirr und schmutzige Wäsche reißen nie ab. Da hat sie recht. Oder auch der Spruch, alt werden wollen alle, aber alt sein will keiner. Ja. Und noch ein Spruch von meiner Mutter. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Da hat sie recht. Die hatten wir kürzlich erst, ne? Ja, ja, komm. Schaden 1%, ja. Aber reicht nicht, um da irgendwas reparieren zu können. So. Dann bringen wir das mal weg. Ich könnte auch mal tanken. Wenn ich schon mal hier bin, fahre ich noch eben hier die Schleife. Und tank. Ist das schon, lohnt sich schon fast wieder. Warte mal, ich will mal eben gucken. Es steht ja nie, wie viele hat. Er hat jetzt 2650 noch drin, ist ungefähr bis zur Hälfte raus, ne? 2650 war das, ne? Damit ich mal eine Vorstellung habe, wie viel da reingeht. Zack, gucken. 2450, also so 400 Liter gehen da rein, ne? In den Trecker, aha. Jetzt habe ich eine Vorstellung ungefähr, ne? Das sind noch so 5, 6 komplette Treckerfüllungen, die da drin sind, dann ist Ende Gelände. Aber gut. So, den bringen wir wieder nach hinten. Und dann gehen wir mal kurz gucken, wie es den Viechern geht. Und ob nicht vielleicht doch schon mal irgendwo was rausgekommen ist. Hier die Zuckerrüben zum Beispiel. Da ist aber noch nichts. Und bevor da nicht eine deutlich sichtbare Wachstumsstufe zu sehen ist. Na, stellen wir einfach hier so ab, das ist schon in Ordnung. So. Können wir ja auch nicht die nächste Düngung machen, ne? Also da ist noch nichts. Außer das Gras, was da immer noch rumliegt. Da hinten auch nicht. Ne. Okay. Dann machen wir schon wieder. Viecher haben auch noch genug. So schnell geht das nicht. Ich habe ja gestern erst geguckt. Da waren nur 8.000 Liter drin, glaube ich, ne? Bei den Hühnern. Da ist alles tipptopp. Hier, der Steinbeißer, den werde ich wohl irgendwie entsorgen mal. Den brauchen wir gar nicht mehr, ne? So. Alles klar. Feierabend. Was würde ich eigentlich für den Steinbeißer kriegen? Sag mir doch mal, wie viel du eigentlich wert bist. Warte, das geht am besten so. So. Nee. So. 3.000. 4.000, ja. Naja. Muss ich nochmal drüber schlafen, glaube ich.
glaube, der hat 10.000 oder sowas gekostet, kann das sein? Und schwupps, Ende März. Ich glaube, im April, da wird sich dann auch der Weizen mal was melden, ne? Dass der wieder gewachsen ist. Denke ich mal, vermute ich mal, gehe ich mal stark von aus. So. 48.000 war ein bisschen mehr Wind. Frühlingswind. Ich gucke jetzt mal, ich springe mal hier auf den Stein. Da ist immer noch nichts zu sehen. Es wächst noch nichts. Und da auch nicht, oder? Gehen wir mal schnell gucken, komm. Hier ist noch alles gut, oder? Hier liegt noch genug Stroh rum. Ah, das ist immer noch... Ach ja, das wird nochmal eine Düngaktion, aber... Machst du nichts dran, jetzt ist bewölkt. Was haben wir denn da noch zu tun? Nicht wirklich viel, ne? Wir gucken mal eben nach dem Wasser. ...18.000, das ist alles tipptopp. Euch geht es auch gut, ne? Hm. 7, 8, alles bestens. Hier wird auch alles in Ordnung sein. Ja. Die Pferde sind ja noch nicht einmal dreckig. Kürzlich geputzt und immer noch sauber. Schön, schön. Wie sieht's hier aus? Jetzt ist er fertig. Jetzt würde ich am liebsten wieder Rasen mähen und eine Fuhre reinmachen. Aber ich glaube, das geht euch langsam am Zeiger, ne? Weil das Rasenmähen ist immer so, oh, müßig. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt was ganz Brutales. Nämlich Feierabend. Oh, oh, oh. Dann mit das mal hier weitergeht, ne? So. Schlafen. Übrigens, bezüglich des Gewinnspiels mit Folge 300, ne? Da bin ich noch immer nicht, habe noch immer keine Idee. Worüber ich im Moment noch nachdenke, ist, sollte ich das Gewinnspiel in Folge 300 machen und dann eben später eben einen Gewinner ermitteln? Oder soll ich das Gewinnspiel vorher schon machen, sodass in der Folge 300 der Gewinner ermittelt wird? Ich habe noch keine Idee. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, ist das jetzt, glaube ich, noch rechtzeitig, da vielleicht per Kommentar mir Ideen oder Anregungen zu geben. Einen Preis habe ich schon gekauft. Also es gibt einen kleinen, ja, ist ein kleiner Preis. Wieso liegt das Ding schon wieder hier rum? Das nervt mich, dass das immer umkippt. Sag mal, ich habe dich ja schwer in Verdacht, ne? Whisky, komm mal her. Na, da kommt er angerannt. In Zeitlupe. Da ist der Pott. Also ganz synchron arbeitet das nicht. Sag mal, schmeißt du immer hier die Pflanze um? Ha? Bist du das? Wehe, ich erwisch dich da mal bei. Ja, also wir haben jetzt April. Ich würde mal Blumen vermuten. Siehst du? Genau. So, jetzt würde das effektiver sein, das Rasenmähen. Und jetzt gucken wir mal drüben bei dem Weizen. Ich glaube, der hat jetzt nämlich im nächsten Monat hier, ist ja April, das ist ja schon richtig schön, müsste der doch eigentlich jetzt endlich mal so einen Wachstumsschub gekriegt haben, ne? Ja. Nö. Nicht wirklich, oder? Nö. Immer noch nicht. Aber ich sehe da was. Wir können aber auf jeden Fall jetzt die Rucker züben und dann bestimmt auch die Kartoffelkes. Damit meine ich Kartoffeln. Im Verniedlichungswahn. Düngen. Also die Ruckerzüben könnte man düngen. Dann sind die fix und fertig. Dann sind die bis zur Ernte, brauchen wir da nichts mehr machen. Weil ich ja die ganze Unkrautgeschichte nicht eingeschaltet habe. So, und da drüben sehen wir auch schon, dass Kartoffeln sich haben blicken lassen.
was die schon groß gewachsen sind, ne? Ja, dann geht's los mit der Düngeritis. Das könnte ich ja eigentlich... Mache ich das selber? Da würde ich fast sagen, da wird das schon fast Sinn machen, eine zweite Düngmaschine zu besorgen, also einen zweiten Düngerstreuer, ne? Dann könnte man sagen, hier der Helfer macht und ich helfe mit oder so. Ich fange einfach mal an, dann sehen wir. Also hier die Zuckerrüben, das kriegen wir ja wohl hin, oder? So. John Deere, du Tier. Fangen wir da hinten an. Wo Little Stonehenge ist. Bei die Beanskies. Ist auch in Deutsch, ne? Bei die Beanskies. Au wei, au wei, au wei. Elfriede, tu mich mal der Atter und der Besen. So. Und endlich wieder düngen. Aber dann ist das hier Compaletto. Oh, der macht ja so breit. Guck mal, wie viel ich daneben bringe. Eieieiei. Aber so läuft's. Los Düngers. Da ist ein Streifen freigelassen, das kann man jetzt schön sehen. Eine Stelle, wo Zuckerrüben wachsen könnten, aber nicht tun, weil da irgendjemand wieder geschlammt hat. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das ein bisschen besser abschätzen kann. Da würde ich mal dreist sagen, das müsste klappen mit hier. Oh, das geht sogar noch mehr. Guck mal, dann kriege ich das mit drei Bahnen, kriege ich das abgedeckt hier. Ist doch ausgevorzüglicht. Obwohl, das könnte da vorne ein bisschen eng werden. Sonst lassen wir halt eine Spalte stehen und korrigieren nach. Gut, dass ich die Fruchtzerstörung aus habe. Ich würde wahnsinnig werden mit der ganzen Kurbelei. Ehrlich. Ja, zu früh eingeschaltet. Lieber zu früh als zu spät. Aber wir kriegen das komplett hier jetzt mit drei Bahnen gedüngt. Ist doch herrlich, oder? Und dann sind wir hier fertig. Dann brauchen wir nur warten, bis die reif sind und können ernten. Machen wir noch mal kurz einen Kontrollgang. Wo ist eigentlich Wolfgang geblieben? Den habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Hubschrauber kaputt oder was? Oder abgestürzt? So. 100% gedüngt. Ja, voilà. Ertragsbonus 98. Ich weiß gar nicht, was war das vorher, bevor wir noch nicht gewalzt haben? Ich glaube, das Walzen bringt wirklich nur minimal was. Das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht wirklich, oder? Er sieht so aus, als wenn er doch gewachsen wäre. Ja, oder? Warte mal, soll ich das mal einfach mal ganz doof antesten? Ich teste jetzt mal so ganz blöd, weil was gilt ja für beide, habe ich ja gleichzeitig gemacht, ne? So, pass auf, dann machen wir das nämlich so. Ich stelle mich jetzt mal hier parat. Ja, da ungefähr hier. So, steige ich aus. Jetzt gehe ich mal gucken und frage ihn. Er sagt da 50%. Alles klar. Ne, hier so ist sich 50%. Und jetzt sprühen wir mal was drauf. Und gucken mal, ob wir hier was ausrichten können schon. Stopp. Neunundneunzig? 100. Ja! Et geht! Mal erstmal gucken. Nein. Ach, der kann ja nicht so. Den muss ich ja so schalten. Mit Liebe. Der Rückwärtsgang lässt er sich gefallen, ne?
Ah, jetzt wird das schon schräg. Ah, ich glaube, das reicht so. Bist du wieder im Vorwärtsgang? Ja. Dann machen wir den doch auch. Das ist natürlich jetzt hier ungemütlich. Weil ich das nicht sehen kann. Ich kann das nur schätzen. Das ist ja das, was ich vermeiden will. Und deswegen will ich ja den Tipp, den ich im Kommentar mal bekommen habe vor einiger Zeit. Mach das vor dem Säen schon und dann nach dem Säen nochmal. Bist du dann schon fertig? Noch bevor die Pflanzen die Birne aus dem Boden stecken. Das ist auch eine Ausdrucksweise, ne? Die Pflanzen stecken die Birne aus dem Boden. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den jetzt gut ansetze, wenn ich hier jetzt so rüberfahre. Ah, ich glaube nicht, dass der ganze Mineraldünger jetzt für alle Felder reicht. Da werde ich noch was nachholen müssen. Fürchte ich. Aber gut. Ich glaube, eigenen Dünger habe ich noch gar nicht gemacht. Ne, konnte ich ja gar nicht. Ich glaube, da brauche ich den Raps für, ne? War doch so, oder? Ich will aber jetzt mal eben spinzen gehen auf der Map. Wie sieht denn das aus? Da müssen wir hier auf. Ah, ist die zweite Stufe. Sieht man deutlich. Hier ist erste. Das sieht aus wie erste, zweite, dritte, ne? Ist doch nicht das gleiche hier, die Farbe und die. Da habe ich immer Schwierigkeiten mit. Ne, die müssen wir auch noch nicht vergessen. So. Naja, hier ist ein winziger Streifen, aber so pingelig wollen wir da mal nicht sein. Da wäre das vielleicht ganz gut zu sagen, weißt du was? Das lass mal einen Helfer machen. So. Ja, ich mach den jetzt hier und dann fahren wir nochmal einmal zurück. Dann sollte das eigentlich funktionieren, oder? Möglichst gerade. Ja, ich mach das andere, lasse ich einen Helfer machen. Und der sieht das ja. Der hat ja immer die Map vor Augen. Der guckt ja digital. Der guckt ja mit Nullen und Einsen. Und nicht so analog mit Brille wie unser Eins. So, jetzt nochmal einmal hier über den Rand. Dann sage ich mal, sollte der hier den Weizen komplett gedüngt haben. Haben, nicht Hagen. Der Hagen, der schlägt mir auf den Magen. Ich hatte mal früher einen Kumpel. der hieß Hagen. Hm. Habe ich immer gesagt, der Hagen, der schlägt mir auf den Magen. Und als er dann sagte, boah, ich kann das nicht mehr hören, lass mir was anderes einfallen. Da habe ich gesagt, alle Kinder gehen über den Friedhof, außer Hagen, der wird getragen. War er auch nicht zufrieden. Also ich weiß auch nicht, manchen kann man ja noch nie recht machen, ne? Oh, dieses lahmarschige Gurke von diesem Trecker, ne? Da habe ich einfach keine Geduld für. Wie gibt's doch so ein Training, wenn man auf irgendwas allergisch ist? Da kann man doch so, Anti-Empfindlichkeitstraining machen, indem man das so peu à peu sich damit kontaminiert. Müsste man mit so einem Trecker von Spitzbergen nach Damaskus fahren. Dann ärgerst du dich nicht mehr über die Geschwindigkeit, dann hast du dich dran gewöhnt. Man könnte auch sagen, dann hat man es hingenommen, dann hat man es aufgegeben. So, jetzt mache ich nämlich mal eisenhart, ich weiß ja nicht, das ist vielleicht nicht die beste Idee, ne? Weil... Ja doch, ich mach das mal und guck mal, wie er reagiert, wenn ich ihm nämlich jetzt zum Beispiel sage, Helfer, mach mal. Was machst du denn jetzt hier mit dieser Kante? Wie gehst du jetzt vor? Machst du Unsinn? Aber sowas von Unsinn? Nee. Ich habe jetzt nichts gemacht. Ich wollte jetzt gerade was drücken. Objekt blockiert. Ja, das ist... mal so, mal so. Okay. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt einfach... So,
Gang ist drin. Da hinten an und dann gucken wir mal. Weil das lasse ich jetzt den Helfer machen. Der kann das besser sehen. Sind wie ein Riesenwendekreis, ey. Schätzen? Ich schätze mal so. Das sieht doch gut aus. So. Kommt das hin oder haben wir da einen Streifen gelassen? Ich glaube, da haben wir einen Streifen gelassen. Ich mach mal den Helfer an. Jetzt gucken wir aber zu, ob der jetzt Unsinn macht oder ob der das hinkriegt. Wenn der jetzt links abbiegt, dann Blödsinn. Dann müssen wir nochmal korrigieren. Das kann aber dann auch sein, dass er das dann deshalb macht, weil ich dann Streifen gelassen habe. Dann würde der nochmal über die gleiche Strecke fahren, wieder gegen den Baum fahren und wieder sagen, ah, blockiert. Manchmal ist die analoge Sichtweise mit Brille doch nicht die schlechteste. Ich dachte schon erst, der biegt links ab, aber nee. Das sieht gut ab. Aus. Was habe ich heute? Sieht gut ab. Sieht gut aus. Vielleicht ist das noch zu früh. Wir haben gerade 12 Uhr mittags. Normalerweise mache ich frühmorgens eigentlich noch gar nicht so Videos. Ich fange meist erst nachmittags an. Ah, das sieht gut aus. Jetzt steige ich mal ab und kontrolliere nochmal, ob wir hier auch wirklich... Ja, naja, hat er angenommen. Ich dachte, ja, drüben das Feld schon, aber hier ne. Das wäre nämlich all. So, dann haben wir die drei Felder schon mal. Ich würde sagen, wenn der dann hier fertig ist, machen wir die beiden Gerstefelder noch. Die sollten ja auch soweit einen Wachstumsschub gekriegt haben, ne? Und dann müssen wir noch die Kartoffelfelder machen. Boah, das ist echt viel. Da werde ich bestimmt noch Dünger brauchen. Ja, genau. Meint ihr auch, ne? Mineralfutter, 876 Liter. Leute! Mir geht das Mineralfutter aus. Und das kann ich ja so nicht machen, ne? Sollen wir eben reingucken? Das geht... Da. Ist ziemlich weit unten, genau. Ne, Fermenter. Multiputis und Kalkmineraldünger. Ach, da brauche ich die Gärreste für. So war das. Könnte man ja schon fast was machen, ne? Saatgut. Da brauche ich den Mineraldünger für. Und mit Mineralfutter, da brauche ich... Kartoffeln und... Ja, Kartoffeln und Raps, genau. Also Mineralfutter können wir jetzt erstmal vorläufig noch nicht machen. Oh Gott, was sich hier schon wieder angesammelt hat. Poh! Verrückt. Ach, was haben wir denn jetzt an Milch? Wir haben ja zweimal übernachtet. Da dürfte jetzt einiges mehr sein. 24,8, ja, ja. Ja, ja. Was ist Gülle? 232.000. Mist. Mist. Steht hier nicht. Gehen wir mal über die Weide. Gehen wir mal zum Misthaufen. Oder habe ich das nur nicht gesehen? Tiere, Gesundheit, Nahrung, Milch, Stroh, Gülle, Heu, Silage, Stroh, Mineralfutter. Nee. Hier, Mist. Boah, 75.000. Boah, was ein Haufen Scheiße. Ein Riesenhaufen, AA. Ich habe mich ja gerade hier schon vorbeifahren sehen. Ist ja schon bald fertig. Geht das so schnell? Na, störender Bäume? Nö, ne, das kriegst du hin, oder? Der ist ja gleich schon fertig. Das kann der besser sehen. Gedüngt. Weizen. Ich stehe doch gar nicht auf dem Weizenfeld. Warum sagst du, zeigst du mir das an? Ich gehe mal ein bisschen weg. Was fährst du denn jetzt schon wieder? Moment, das gucken wir uns an. Ja.
Naja, wächst die Wiese besser. Hä? Da muss ich aber mal spinzen gehen. Das kann ich gar nicht wirklich glauben. Hast du das richtig gut gemacht? Guck mal! Hier! Den werden wir noch einen verpassen, oder? Ja, komm. Was haben wir denn noch? 55%. Oh, oh. Ist recht sparsam, also Dünger. Aber Dünger ist ja auch echt teuer, wenn man den kauft. Wir müssen also mehr Gärreste machen. Eigentlich müsste ich hier, überall wo so die Blumen sind, noch mähen wie wahnsinnig. Und auch gucken, dass wir noch Gärreste machen. So, jetzt müssen wir gucken, dass ich das jetzt treffe. Pass mal auf, ich stelle mich jetzt mal hier so. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da den Streifen auch gut kriegen. Ich fahre jetzt mal so den Bogen einfach so weiter. So, ne? Hier ungefähr. Ich jetzt hier aufs Feld fahre. Das sieht gut aus. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich jetzt hier drücke, hört er auf zu streuen, rollt aber noch weiter, sodass ich dadurch Aussetzer hinbaue. Ja, ein Stück müssen wir noch. Dieses teure Zeug. So, ist genug, ne? Ah ja. Da ist nur noch Kalk, da ist kein Düngerzeug mehr. Joa. Zeit ist schon wieder rum, ne? Kaum was geschafft. Doch, wir haben was geschafft. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich gehe jetzt aber als nächstes an die Gerstefelder, bevor wir ihn dann auf die Kartoffelfelder schicken, ne? Bis er alle ist. Ja, Zeit ist abgelaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mir noch ein Like da, schreibt Kommentare und dann morgen wieder dabei sein, wenn wir hier weitermachen. Bis dann, bye bye und tschüssi. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You gotta be willing to put in the time. Sacrifices.